Wann ist es denn recht? Es fehlt ja die Ladeinfrastruktur. Das wissen Sie wahrscheinlich genauso gut wie ich. Der Verbrenner ist ein ganz klares Auslaufmodell. Ist Träumerei, Spinnerei aus meiner Sicht. Diese ja, Mittelalter-Argumente, es ist einfach anstrengend und es nervt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe vom Wort zum Freitag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Frau Müller vom VDA konnte es sich nicht nehmen lassen und hat es wieder mal getan. Sie hat wieder mal die ja, wahrscheinlich althergebrachten Argumente rausgebracht, um zu verdeutlichen, dass das mit der Elektromobilität und mit der Transformation ja alles schon irgendwie ganz prima und ganz richtig ist. Aber bitte noch nicht jetzt. Ja, also bitte noch nicht jetzt, weil da hängen so viele Arbeitsplätze dran. Da hängen so viele Arbeitsplätze dran, dass man da ja auch Rücksicht drauf nehmen muss und dass viele Leute mit dieser Transformation einfach überhaupt gar nicht mithalten können und dass das einfach alles irgendwie viel zu schnell geht mit der Umstellung auf die Elektromobilität. Und deswegen, da müsste man einfach mal drauf Rücksicht nehmen. Und was sie nicht ausspricht, aber was sie ja damit eigentlich meint, ist, lass mal, mach mal ganz in Ruhe, lass mal noch ein paar Jahre Verbrenner verkaufen und so. Ne? Also sie hat das nicht explizit gesagt, aber wenn sie so etwas sagt wie, dass die Hälfte der Beschäftigten in der Autoindustrie am Verbrenner hängt, also die Hälfte der Beschäftigten hängt an der Produktion, Entwicklung, keine Ahnung was von Verbrennungsmotoren, dann ist es ja eigentlich ein klares Zeichen, was sie eigentlich ausdrücken möchte, nämlich lass mal noch länger Verbrenner verkaufen, hängen ja so viele Arbeitsplätze dran. Die armen Leute können nicht so schnell in der Transformation mitgehen und das überfordert sie. Und wir sollen auf gar keinen Fall wieder irgendwelche alten Schlachten schlagen, sondern lass doch mal einfach ganz in Ruhe machen. Was soll man denn dazu sagen? Ganz im Ernst. Also ich habe es euch ja schon mehrfach gesagt, eigentlich habe ich gar keine Lust, mich in diesen Wörtern zum Freitag immer so aufzuregen. Weil wirklich, es ist einfach anstrengend und es nervt. Aber wenn diese ja, Mittelalter-Argumente immer wieder rausgeholt werden, obwohl es genügend Studien gibt, die sagen, dass durch eine zügige Transformation, durch ein mutiges Vorangehen, progressiv sein, nicht abwarten, mehr Arbeitsplätze letztlich entstehen, als wir heute haben, dann sollte einem das doch Mut machen und sagen, lasst uns die Leute mitnehmen, lasst sie uns umschulen, wenn es nötig ist. Lasst uns die Fähigkeiten, die sie haben, nutzen und auf die Elektromobilität ummünzen, um dort weltweit Erfolg zu haben. Ich frage mich jetzt wirklich ehrlich, wann Frau Müller, und die Frage geht jetzt wirklich mal an Sie, ganz konkret, wann ist es denn recht? Wann darf es denn auch in Deutschland richtig losgehen? Also ich meine, sind da nicht Firmen schon längst unterwegs, die viel investiert haben, Milliarden investiert haben? Batteriezellfabriken werden aufgebaut, das Know-how ist da. Alles geht in Richtung Elektromobilität. Jeder spricht davon. Selbst Herr Wissing weiß es, aber er darf es halt nicht offen sagen. Ja? Wann, Frau Müller, darf es denn jetzt auch in Deutschland dann endlich mal sein? Wann drücken wir hier mal richtig auf den Startknopf und sagen, jetzt geht's richtig los? Und diese Frage richte ich jetzt wirklich mal an Sie, weil ich verstehe nicht, wieso wir das in Deutschland nicht auf die Reihe bekommen und warum es der VDA nicht auf die Reihe bekommt, sich endlich mal klipp und klar für diese Sache zu entscheiden und auch klipp und klare Kante zu zeigen und auch einfach mal zu sagen, ja, der Verbrenner ist ein ganz klares Auslaufmodell. Es wird keine großartige Neuentwicklung mehr geben. Die Technik ist mehr oder weniger ausgereizt. Mehr irgendwie geht immer, das ist klar, das verspricht uns ja auch BMW mit irgendwelchen neuen, was weiß ich, da kommen soll, 6, 8 Zylinder, was weiß ich, was das soll. Aber machen wir uns doch nichts vor. Die neuen Abgasvorschriften und vor allem die Klimavorschriften, die zeigen doch ganz klar, wohin es geht. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Und alles, was da so in Richtung E-Fuels oder so geht, das wissen Sie wahrscheinlich genauso gut wie ich, ist Träumerei, Spinnerei aus meiner Sicht. Und eigentlich nichts weiter als eine Nebelkerze, um immer wieder bei, ich weiß nicht wem oder wieso, irgendwo die Hoffnung aufkeimen zu lassen, es kann ja mit den Verbrennern doch noch alles so weitergehen, wie wir das in den letzten Jahren hatten. Dann fahren wir eben einfach zur Tankstelle
und dann kippen wir eben irgend so einen synthetischen Sprit in unseren Auto und können den Verbrenner weiterfahren. Aber das verunsichert die Menschen und das schürt Unsicherheiten und es schürt auch Misstrauen. Und wenn sie dann noch, und das kommt ja von Ihnen, das muss ich ganz klar mal deutlich sagen, immer wieder diese Diskussion, es fehlt ja die Ladeinfrastruktur. Mein Spruch, den ich jetzt immer auf so etwas antworte, oder der Spruch, mit dem ich immer auf solche Argumente antworte, ist ganz einfach. Ich sage nämlich, frag nicht, was die anderen für deine Ladeinfrastruktur tun können. Frag dich, was du für die Ladeinfrastruktur tun kannst. Also, immer wieder rumlamentieren. Zu wenig, zu langsam und so weiter und so fort. Gehen Sie doch mal der VDA hin, holen Sie alle Hersteller an einen Tisch und sagen, so, jetzt sind wir dran. Jetzt investieren wir hier mal richtig ordentlich in den Aufbau der Ladeinfrastruktur, lassen da nichts mehr anbrennen und gehen mal richtig ran. Und zwar so, wie wir das wirklich brauchen. Also schnell laden an den Autobahnen und am wohnortnahen Laden eine ganz andere Struktur, denn da bringt uns Schnellladen nichts. Aber machen Sie das doch endlich mal und reden Sie nicht immer darüber, dass es angeblich zu lange dauert, zu wenig und was weiß ich und so lange kann man ja noch nicht und so weiter und so fort und dann müsste man ja jetzt noch viel besser Hybrid fahren und was weiß ich was alles. Alles das bringt uns doch im Endeffekt keinen Schritt weiter, denn das Ziel ist doch klar. Es reicht nicht 30, 40, 50, 60% runterzukommen. Das Ziel muss sein, auf null runterzukommen. Und je eher, desto besser. Denn je länger wir damit warten, desto schwieriger wird diese Transformation und desto katastrophaler werden die Auswirkungen, die dann kommen. Und vergessen wir eins zum Schluss nicht. Je länger wir warten, desto mehr Zeit geben wir den anderen, um sich in Position zu bringen. So viel in dieser Woche von mir für euch in diesem Wort zum Freitag. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr gut findet, was wir machen, lasst doch einfach mal ein Abo da. Drückt die Glocke, damit ihr informiert seid, wenn wir für euch was Neues haben. Und wenn ihr uns jetzt noch einen Daumen nach oben gebt, freuen wir uns wie Bolle. Bis zum nächsten Mal. Ciao.